Der Weg auf der Via Regia führt zwischen den Metropolen Leipzig und Dresden durch die kleine, liebenswerte Stadt Oschatz. Sehenswert ist die Türmerwohnung der St. Ägidienkirche sowie das Stadt- und Wagenmuseum. Der Oschatzpark, ein eintrittsfreier Familienpark, ermöglicht vielfältige Freizeitaktivitäten für die ganze Familie. Auch das Freizeit- und Erlebnisbad Platsch mit attraktiver Wasserlandschaft und Rutschen-Eldorado lädt zum Verweilen ein. Bei einer gemütlichen Fahrt mit der Löllnitzbahn kann man die reizvolle Landschaft genießen. Die heutige Bekanntheit über die Landesgrenzen Sachsens hinaus verdankt das nur wenige Kilometer entfernte Wermsdorf der interessanten, durch die sächsische Geschichte geprägten Historie. Bereits die sächsischen Herrscher, so auch August der Starke, erholten sich in Wermsdorf. Seit 2004 trägt Wermsdorf das Prädikat staatlich anerkannter Erholungsort. Hier kann man sich königlich erholen und dabei ein vielfältiges Angebot zum Wandern, Radfahren und Reiten nutzen. Besonders beeindruckend ist die Kulisse der beiden Wermsdorfer Schlösser, das alte Jagdschloss und die königlich-kurfürstliche Schlossanlage Hubertusburg. Der bekannteste Ortsteil in der Dahlener Heide ist wohl der Ferienort Schmannewitz, der 2005 mit dem Titel staatlich anerkannter Erholungsort ausgezeichnet wurde. Es laden die über 200 Kilometer markierten Rad-, Reit- und Wanderwege ein. Zahlreiche Hotels und Gaststätten, aber auch Vereine erwarten ihre Besucher mit vielfältigen Angeboten. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die Bockwindmühle, die Feuerwehrhistorische Ausstellung und das Bauernmuseum in Schmannewitz. Ländliche Geschichte kann bei Schauvorführungen hautnah erlebt werden.